Ja, ich bin froh, ich wohne alleine. Also ich kann meine Wäsche und meinen Einkauf alleine machen. Ich brauche da keine Frau für, zum Glück. Oder keine Frau oder Freundin oder was weiß ich, oder eine Putzfee oder so. Da bin ich ganz zufrieden auf jeden Fall. Du kannst dir deinen Einkauf doch mittlerweile auch nach Hause liefern lassen. Du guckst mal im Internet nach, hier irgendwie Irma aktiv oder so. Und die bringen dir doch deinen Einkauf nach Hause. Du brauchst bei der App. Einfach nur eine App installieren. Und dann lädst du die App runter. Und dann liefern die dir das Essen per Post, per DHL-Bote bis vor die Haustür. So, ich bin wieder online. Wenn ich bettlägerig wäre, dann würde ich ja keinen 100, 200 Euro, 300 Euro in Hand drücken. Dann würde ich für 200, 300 Euro lieber mir bei Aldi irgendwelchen Lieferservices, die Lebensmittel liefern, das nach Hause liefern lassen. Und wenn nicht, dann würde ich bei Rewe bestellen, bei Irma. Und die haben Abholservice, dann würde ich da Abholservice bestellen. Von hier aus bis zu Irma, keine Ahnung, kostet 10 Euro Taxi, dann fahre ich mit dem Taxi dahin, lade das ein, Kofferraum und fahre wieder nach Hause. Da brauche ich ja nicht 10 Leute, die mir 10 Taschen bringen. Ich wohne schon seit 8 Jahren alleine, mindestens. Ne, seit 10 Jahren wohne ich alleine. Und waren zwar ein paar Frauen zwischendurch dabei, so 4, 5 Stück, aber auch nichts Festes. Also ich mache das alles alleine. Wäsche waschen, kochen, einkaufen. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, was ein Toastbrot kostet und was eine Packung Wurst kostet, zum Beispiel. Ich muss einfach mal fragen, wenn die bei Hotel Mama wohnen oder Hotel Frau oder so. Die wissen manchmal nicht mal, was ein Toastbrot kostet. Oder was ein Butter kostet zum Beispiel. Ja, wie gesagt, ja, wenn du da nicht mit klarkommst, dann mach den Plan. Also ich stehe jeden Tag meistens spätestens um 8 Uhr auf, 12 Uhr bis Mittagessen ungefähr, 18 Uhr Abendbrot essen. Und ich wohne fast alleine, ich bin mit 20 in eine WG gezogen, weil mit 21, also so lange wohne ich alleine. Zwischenzeitlich habe ich mal 2 Jahre gesundheitsbedingt, weil ich aus Hessen wiedergekommen bin, bei meinen Eltern gewohnt. Aber meine Eltern, die haben ein großes Haus mit in der zweiten Wohnung oben, in der Anliegerwohnung. Also ich habe da in meiner eigenen Wohnung gewohnt, auch die 2 Jahre habe ich für meinen Einkauf selbst gesorgt. Also meine Eltern haben nur im gleichen Haus gewohnt, aber wir haben oben noch eine Wohnung gehabt, wo ich gewohnt habe, mit Küche und mit Badezimmer und so. Also ich würde ja nicht mit 28, 26, 28, 30 noch bei Mama und Papa zu Hause einziehen, das Badezimmer teilen und die Küche oder so. Dann würde ich ja lieber mir eine Wohnung suchen und auf eigenen Beinen stehen. Ja, das ist doch meistens so. Also ich arbeite seitdem ich 17 bin. Und wenn man Urlaub hat oder zu Hause ist, dann, was macht man denn dann? Man geht einkaufen und lässt sich ein bisschen gehen. Ich bin ja auch froh, also meine Wäsche schaffe ich und ich wohne alleine. Ich nehme die Wäsche, hänge ich am Wäscheständer auf im Schlafzimmer. Und wenn der Wäscheständer leer ist, mache ich die Waschmaschine wieder an. So ungefähr. Und ein paar, zwei, drei gute Klamotten habe ich. Zum Beispiel wie jetzt, wie da im Wohnzimmer hängen. Eine ordentliche Hose, ordentliches Hemd habe ich meistens dann im Schlafzimmer liegen. Weil ich im Wohnzimmer rauche ich immer. Aber ich kann es auch nicht leiden, wenn die Klamotten dann so nach Rauch stinken oder nach Essen. Deswegen habe ich die guten Klamotten, gute Hose, die Hemden und so weiter meistens im Schlafzimmer hängen und die Schlafzimmertür meistens zu. Oder ich lüfte halt, zum Beispiel hier. Also jetzt habe ich da die Balkontür auf, im Schlafzimmer ist das Fenster auf, in der Küche ist das Fenster auf. Und wenn im Sommer, also im Winter hier ich meine Heizung an habe auf 22, 25 Grad, dann gehe ich meistens nach draußen zu rauchen, also im Balkon, Terrasse. Dann stinkt die Wohnung nicht,
und die Brownie für draußen heizen.